Kapitel 3 Plotholes. So ein Haus ist für dich bescheiden. Habt ihr Pokémon wirklich so hohe Lebensstandards? Zunächst wusste Aurora nicht ganz, wie sie auf diese Frage reagieren sollte. Hohe Lebensstandards? Lebt ihr dort, wo du herkommst, etwa so armselig? Kel störte sich nicht an der doch eher rauen Fragestellung. Also, ja und nein. Bei uns gibt es eine riesige Kluft zwischen den Menschen. Manche leben auf der Straße, haben überhaupt nichts, während andere alleine Gebäude wie das Organisationsbüro als Residenzen haben. Allerdings gibt es viel mehr Arme als Reiche. Ich selber habe eine Wohnung mit 2 Räumen gehabt im Prinzip, ein Bad und ein Schlafzimmer mit einer Kochstelle in der Ecke. Für das, was ich gewohnt bin, ist das hier Luxus. Zum ersten Mal seit ihrer Begegnung verspürte Aurora tatsächlich Sympathie für ihren neuen Teampartner. Für die Verhältnisse eines Pokémon lebte sie wirklich nicht gut, doch es war für ihn besonders, überhaupt einen Aufenthaltsraum zu haben. Aber wenn in eurer Welt alles so ungerecht verteilt war, warum hat denn niemand etwas dagegen getan? Natürlich gibt es auch hier große finanzielle Unterschiede zwischen Pokémon, aber die Vermögen selber akzeptieren, dass jedes Pokémon das Recht auf ein würdiges Leben hat und geben einen Teil ihres Geldes ab. Monagoras und Amagaga verteilen dann alles gerecht an diejenigen, die es benötigen. Wirklich arm bin ich zwar nicht, aber ich erhalte trotzdem regelmäßig etwas. Einfach, weil ich keine wirkliche Einkommensquelle habe. Aber wenn unser Team erfolgreich wird, dann ändert sich das sowieso. Düstere Gedanken über die Welt, die einst seine Heimat waren, stiegen im Wiedergeborenen auf. Gerechtigkeit ist dort zweitrangig. Jeder Mensch denkt zuerst an sich selbst. Etwas anderes hat keinen interessiert. Auch wenn die Regierenden oft behauptet haben, dass sie für diese Gerechtigkeit dastehen würden. Am Ende war es alles scheiße und wer sich in ihrem ungerechten System nicht anpassen wollte, dessen Leben machten sie zur Hölle. Ich sagte nicht umsonst, dass ich froh über mein Ende war. Eine derartige Unsolidarität wirkte für Aurora unreal. Wie konnte nur irgendjemand guten Gewissens nachts schlafen gehen, der nichts tat, um irgendjemandem außer sich selbst zu helfen? Wie konnten selbst diejenigen, die eigentlich für Gerechtigkeit kämpfen müssten, sie ignorieren? Jedoch entschied sich das Vulpix nicht weiter auf diesem Thema herumzuhacken. Die Menschenwelt lag für Kel nun in der Vergangenheit und es war wohl für ihn das Beste, was hätte geschehen können. Also, ich mach kurz irgendwas zu essen. Du kannst dich so lange ja umgucken. Gesagt, getan. Als Aurora die Küche betrat, warf Kel einen ersten Blick in den Raum, in welchem er fürs Erste leben würde. An sich war der Aufbau sehr simpel, doch gleichzeitig wirkte es deutlich gemütlicher als der vollgestopfte Schlaf- und Kochraum, den er gewohnt war. Ein kleines Fenster, vor welchem derzeit ein Stoffvorhang hing, war die einzige Lichtquelle des dementsprechend recht düsteren Raumes. Zentral an der rechten Wand befand sich eine Matratze auf dem Boden. Zwar war der Anblick auf dem Boden etwas ungewohnt, aber im Haus eines recht kleinen vierbeinigen Pokémon machte es Sinn. Einen kleinen Nachtschrank mit einer Leselampe gab es sonst noch. Das letzte, was sich in diesem Raum noch befand, war die Dachbodentür, welche Aurora bereits erwähnt hatte. Es war wirklich nichts, was für Kel eine Bedeutung hatte. Erneut verließ er den Raum und trat in den Aufenthaltsraum. Er entschied sich einmal, einen Blick auf die Bücher in einem der Schränke zu werfen. Viele der Lektüren dort schienen sich mit der Kampfliga zu beschäftigen. Alles, was man irgendwie wissen wollen könnte, war hier zusammengefasst. Bücher über berühmte Teams, unter anderem natürlich Team Fossil, die Kel ja bereits kennenlernen durfte. Andere beschäftigten sich mit den Techniken des Ringkampfes oder der Geschichte der Liga. Zwischen diesen ganzen Werken befanden sich auch ein oder zwei Werke, welche eindeutig nach Unterhaltungsliteratur aussahen. Ganz normale Abenteuergeschichten. Ein Buch stach Kel jedoch besonders ins Auge. Ein Buch, welches vielleicht manche seiner Fragen beantworten könnte. Plotholes.
Die Macht, die Welt zu schreiben, lautete sein Titel. Laut dem Aufdruck hielt der Autor nichts von speziellen Namen, sondern beließ es bei Zoroark. Das Fukano erlaubte sich, dieses spezielle Buch zu nehmen und aufzuschlagen. Doch sofort auf der ersten Seite wurde er von einer Illustration begrüßt, welche er nicht mehr so schnell vergessen würde. Ein pechschwarzer Hintergrund, aus welchem zwei Augen herausstachen. Sie waren blutrot mit einer grünen Iris und grauen Pupillen. Weniger hatten sie die Form eines normalen Auges, stattdessen waren sie deutlich schmaler und spitzer an den Enden. Ein Text stand in einem ähnlichen Rot wie die Farbe der Augen darunter geschrieben. Er lautete: Der Plot ist alles, unumgänglich, doch die Kraft, ihn zu steuern, obliegt nur dem wahren Herrscher. Was auch immer auf diesem Bild dargestellt war, Kell wollte ihm niemals begegnen. In diesem Moment trat auch Aurora wieder ins Zimmer, eine Art Obstsalat aus für Kellville fremden Beeren in der Hand. Dieses Bild hat mir beim ersten Mal auch einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Leider ist es mehr als nur ein Aufmerksamkeitsfänger. Wie meinst du das? Das Wesen, das dort abgebildet ist, existiert und ist im Prinzip allmächtig. Der Satz darunter ist sein Zitat. Aus einer Schublade des Schrankes kramte sie ein einzelnes Blatt hervor. Es sah bereits ziemlich alt aus. Der Titel war alleinig Gesucht in roter Schrift. Darunter ein Bild, welches eine Wirkung auf Kell hatte, die er selber sich nicht erklären konnte. Was auch immer es war, wirkte wie ein Roboter. Groß und schmal, eine lange Schnauze. Der goldene Kopf mit denselben rot-grünen Augen des Buches stach hervor. Ein langer Umhang, auf welchem ein eigenartiges Symbol hineingestickt war, hing dem Roboter um die Schultern. In seinen spitzen Fingern hielt er den güldenen, gezackten Griff eines seltsamen Schwertes. Anstatt einer Klinge hatte dieses eine riesige Feder. Unter dem Bild war weitere Schrift abgedruckt. 1.000.000 Poke. Tot oder lebendig. 1.000.000. Bei so einem Kopfgeld hat doch nach einer Woche jemand dieses Ding gehabt, oder nicht? Denkst du wirklich, dass jemand ein derart riesiges Kopfgeld auf jemanden aussetzt, wenn er einfach zu schnappen wäre? Keiner weiß, wie lange er sich genau schon dort draußen herumtreibt. 15 Jahre? 20? Irgendetwas in die Richtung. Und niemand hat ihn in diesen Jahren gefasst. Und glaube mir, viele haben es versucht. Kell nervte es ziemlich, dass niemand in dieser Welt ihm genaue Antworten gab. Und was genau ist er? Aurora verstand die Botschaft, dass er endlich klare Antworten wollte und folgte der Anweisung. Der Name dieses Etwas lautet Epsilon. Was genau er ist, weiß keiner. Früher waren sich viele nicht einmal einig, ob er überhaupt lebendig wäre, doch inzwischen ist man sich sicher, dass kein Wesen ohne Verstand und Moralvorstellung so vorgehen könnte wie er. Ich denke, dass du noch nicht wirklich weißt, was es mit Plotholes auf sich hat, richtig? Stimmt. Bisher hat sich niemand die Mühe gemacht, mir etwas zu erklären. Dann hör mir zu, anstatt dich zu beschweren. Also, Plotholes sind ein Phänomen dieser Welt. Im Prinzip sind sie wie die Logikfehler einer Geschichte. Dinge, die in keiner Form Sinn ergeben, geschehen, egal was genau es ist. Manchmal hilft es Pokémon, manchmal schadet es. Sie sind unvorhersehbar und können jeden treffen. Kurzum, sie sind Chaos. Die meisten haben sich bereits an sie gewöhnt, so lange plagen sie uns nun schon. Doch trotzdem wollen wir diese Plotholes natürlich loswerden. Ich denke, dass auch deine Antwort mit einem von ihnen zusammenhängt. Zumindest blitzte der Himmel so auf. So wie es oft vor dem Auftreten eines Plotholes tut und Minuten später fand ich dich am See. Und Schuld an diesen Plotholes ist genau dieses Wesen. Epsilon. Er war der Erste, der radikal an die höhere Macht dieser Welt glaubte, an den Plot. Im Verlaufe seiner Schreckensherrschaft haben viele andere auch begonnen, diesem Ideal zu folgen. Dieser Plot, von dem sie alle reden, sagt im Prinzip aus, dass alles, was in dieser Welt geschieht, von vornherein vorgeschrieben ist, eben durch diesen Plot.
Viele glauben, dass nur die Welt vom Plot beeinflusst wird, nicht aber die Pokémon. Dieser Glauben hat sich inzwischen überall in der Welt gefestigt. Selbst die meisten normalen Pokémon, zum Beispiel auch ich selber, glauben inzwischen an diese höchste Kraft. Aber auch glaube ich noch daran, dass jeder sein Schicksal selber verändern kann. Es ist vorgegeben, aber nicht unveränderlich. Allerdings gibt es auch manche Fanatiker, die Epsilons irre Lehren hören und seinen Worten folgen. Sie denken, dass es möglich ist, das Schicksal zu verändern, aber es nicht getan werden darf. Jeder, der seine Zukunft verändern möchte, ist für sie ein Feind. Jeder, der kein Leben möchte, über das er selber keine Macht hat. Der Krieg der Ideale, der diese Welt schon ewig prägte, schien Kell sehr zu beeindrucken, aber auch zu verstören und zu verwirren. Also ist dieser Epsilon im Prinzip ein Übermächtiger, der niemandem ein Leben gewähren möchte, das nicht seinen Idealen entspricht. Nun, eigentlich ja. Zumindest denke ich das. Epsilon selber besteht ja auch darauf, dass er niemals jemanden zu etwas zwingen würde, das der Plot selber nicht wollen würde, aber ob man ihm da wirklich trauen kann? Nie im Leben, wenn er doch für diese Plotholes verantwortlich ist. Schadet er damit nicht selber dem Plot, von dem er so schwärmt? Der Name klingt zumindest danach. Aurora musste selber erst kurz überlegen, bevor sie sich an die Erklärung, die irgendwo in dem Buch stand, welches Kell hatte, erinnerte. Plotholes klingen nur so, als würden sie dem Plot schaden, aber auch nur, da wir alle ihnen diesen Namen gaben. Er stammt daher, dass der Plot für uns ein Symbol von Logik und Realismus ist. Die Kraft Epsilons, die Plotholes, widersetzen sich jedoch allen Gesetzen der Logik. Was wir alle mit dem Plot verbinden, ist jedoch nicht, was wirklich alles hinter dem Plot steckt. Ein Detail fiel Kell auf dem Bild des Fanatikers noch auf, über welches er mehr erfahren wollte. Diese komische Waffe, die er da trägt. Hat sie irgendetwas mit Epsilon zu tun, außer dass es nun mal seine Waffe ist? Also, wenn ich deine Frage nicht falsch verstehe, so wie du das jetzt formuliert hast, dann ja. Also, ich bin mir zumindest sehr sicher. Viele haben zumindest darüber geredet, dass Epsilon diese Schwertfedern nutzen würde, um Plotholes zu kreieren und zu kämpfen. Entweder ist sie eine Art Antenne seiner Kraft oder, was manche auch vermuten, gar ihre Quelle. Hast du gesagt, dass es schon Pokémon gab, die ihn sahen? Aurora war zunächst völlig aus der Bahn geworfen. Denkst du etwa, für das Bild auf diesem Poster haben sie einfach geraten, wie Epsilon aussieht? Außerdem kann niemand sich für so viele Jahre verstecken. Manchmal hat es den Eindruck, dass Epsilon sich überhaupt nicht versteckt. Er wird beinahe täglich irgendwo gesehen. Es ist schon beinahe ein Wunder, im Guten, dass ich bisher noch nie die Freude hatte. Oder vielleicht hatte ich das, jedoch war ich zu jung, um mich daran zu erinnern. Kurz wankte Kell mental tatsächlich. Einerseits war alles, was Aurora über das eigenartige Maschinenwesen erzählt hatte, schrecklich gewesen. Doch andererseits, wenn Epsilon der Grund für jedes einzelne dieser Plotholes war, dann wäre es doch auch er gewesen, der dem nun Fukano die Chance auf ein zweites Leben gegeben hatte. Zwar war Epsilon ein Fanatiker, doch Kell verdankte ihm sein Leben. Doch er entschied sich, diese Gedanken lieber für sich zu behalten, gerade gegenüber Aurora. Sie hatte während ihrer Erklärung die ganze Zeit gewirkt, als würde sie Epsilon wahrlich hassen. Woher genau dieser riesige Hass kam, konnte Kell nur raten. Vielleicht weil irgendetwas mit ihren Eltern geschehen, an dem Epsilon schuld war? Oder fürchtete sie vielleicht einfach, dass ihre eigenen Vorstellungen ihrer Zukunft anders aussahen, als was Epsilon für sie vorsah? Wenn das alles dann darüber war, sollten wir vielleicht langsam mit dem Essen beginnen und vor allem damit uns einen Namen für unser Team auszudenken. Eine Ablenkung war nach all diesen neuen Erfahrungen doch etwas sehr Sinnvolles für Kell. Doch trotzdem würde seine düstere Vorahnung nicht mehr so bald schwinden. Die stechenden Augen der Buchseiten brannten in seiner Seele und schienen ihm eine Botschaft übermitteln zu wollen. Ich werde dich finden.